Kommissionschef Juncker fürchtet ein Auseinanderbrechen der Europäischen Union. Eine Headline dieser Tage. Was meint er damit? Dass Egoismus und Partikularismus das Projekt Europa gefährdet. Und an sich die Europäische Kommission im Binnenmarktkonzept eine Vertiefung der Binnenmarktkonzeption vorsieht und dabei auch eine Energieunion in Europa durch einen Verbund in Europa im Auge hat. Diese Energieunion hat ein bestes Beispiel. Und das heißt, Deutschland, Österreich, Luxemburg, ein gemeinsamer Energiebinnenmarkt. Ein Best Practice sozusagen. Das funktioniert. Und jetzt soll dieses Best Practice aufgelöst werden, statt dass es weiterführt und Bestandteil einer Energieunion in Europa ist. Und hier müssen wir Österreicher die Stimme erheben. Und müssen wir sagen, jetzt, wo Europa in Selbstzweifel verfallen ist, wo die Amerikaner sich abnabeln wollen, wo der Konflikt mit dem Osten, Russland, Ukraine virulent ist. Und jetzt wollen wir nicht vertiefen, sondern wollen die Ansätze zur Vertiefung zerstören. Das kann es doch nicht sein. Soweit einmal die gesamteuropäische Sichtweise, die für mich wichtig ist. Die Kommission ist aufgefordert, alles zu tun, dass hier keine Rückschläge in diesem Projekt, Teilprojekt Europas, erfolgen. Das ist das eine. Das zweite, für Österreich würde dieser Zerfall dieser Energiezusammenarbeit eine Strompreiserhöhung von 10% bedeuten. 10% im Schnitt für die Wirtschaft, die damit an Wettbewerbsfähigkeit verliert. 10% im Schnitt für die Konsumenten, denen dadurch Kaufkraft abgeschöpft wird. Also nur negative Folgen für unser Land. Daher ist es kein Wunder, dass unser Land dafür kämpft und dass unser Land nicht nur jetzt an der europäischen Weiterentwicklung mitwirken kann, soll und muss. Stichwort auch Vorsitz Österreichs im kommenden Jahr in der Europäischen Union, die österreichische Ratspräsidentschaft. Da haben wir die Möglichkeit, Dinge zu bewegen und zu bewirken. Und das ist nicht mehr so weit bis dorthin. Im Vorfeld beginnen die Überlegungen und Arbeiten durchaus schon. Da müssen wir uns einbringen. Und wir müssen verhindern, dass Österreich als von der Wirtschaft energieintensives Land und unsere Menschen als Energieverbraucher in Österreich negativ beeinträchtigt werden. Wir müssen auch weiter dafür sorgen, dass wir durch einen europäischen Verbund auch uns Österreicher mit unserer erneuerbaren Energieproduktion einbringen und dass wir europaweit im Norden Windkraft, im Süden Sonnenkraft und in der Alpenregion Wasserkraft drei Eckpfeiler definieren, wo wir uns sehr gut miteinander ergänzen und wo wir auch unsere Vorstellungen auch in ökonomischer und gleichermaßen ökologischer Sicht umsetzen können. Das ist die Botschaft, die von diesem Haus ausgeht, und ich freue mich, dass wir zwei Experten haben, die das entsprechend analysieren und darlegen werden.